Geräte können auf mehrere Arten im System angelegt werden. Neben der händischen Erfassung im Gerätedialog und der automatischen Suche durch den Server gibt es noch die wohl am meisten verwendete Methode, die manuelle Gerätesuche. Sie finden die manuelle Gerätesuche im Bereich Geräte. Klicken Sie hier auf Geräte suchen. Wenn Sie die Suche ohne weitere Einschränkung ausführen, werden die Geräte per Broadcast gesucht. Das funktioniert zwar sehr schnell, meistens ist es aber so, dass Broadcasts im Netzwerk nicht über Router hinweg funktionieren und so nur ein Teil der Geräte gefunden wird. Um das zu umgehen, können im oberen Bereich des Dialogs einzelne Hostnamen, IP-Adressen oder IP-Adressenbereiche angegeben werden. Sobald im Adressbereich etwas angegeben ist, wird nicht mehr per Broadcast gesucht, sondern alle Adressen einzeln abgefragt. Da dies länger dauert als ein Broadcast, sollten die Bereiche nicht allzu groß gewählt werden. Gefundene Geräte, die dem System noch nicht zugewiesen sind, werden im Bereich Neue Geräte angezeigt. Um dem System ein oder mehrere gleichartige Geräte zuzuweisen, markieren Sie die Geräte. Mehrfachmarkierungen nehmen Sie wie unter Windows üblich mit gedrückter Steuerung bzw. Shift-Taste vor. Klicken Sie dann auf Zuweisen. Wählen Sie jetzt aus, welchem Server das Gerät zugeordnet werden soll. Eine Entry Edition kann nur einen Server haben, sodass der Server hier automatisch gesetzt wird. Wählen Sie weiterhin den Gerätetyp des Gerätes aus. Der Gerätetyp bestimmt die Fähigkeiten des Gerätes. Diese werden mit den Anforderungen eines Druckauftrages abgeglichen und entscheiden darüber, ob ein Druckauftrag an einem Gerät ausgedruckt werden kann oder nicht. Wird zum Beispiel bei einem Druckauftrag im Treiber angegeben, dass der Druckauftrag geheftet ausgegeben werden soll, kann er nur an Geräten abgeholt werden, die einen Gerätetyp haben, der das Merkmal Heften besitzt. Ist für das Gerät, das Sie zuweisen möchten, kein passender Gerätetyp vorhanden, können Sie schnell einen anlegen. Ich möchte ein schwarz-weiß DIN A4 MFB anlegen, für das noch kein passender Gerätetyp vorhanden ist. Diesen kann ich mit Neu anlegen. Ich nenne den Gerätetyp MFP BW A4. Welche Fähigkeiten die Geräte dieses Typs haben sollen, wird im Bereich Einstellungen definiert. Das Gerät beherrscht Duplex mit langer und kurzer Seite und besitzt einen Device Client, sodass die Druckaufträge am Gerät ausgewählt werden können. Für die Sprache wähle ich Deutsch aus. Diese Einstellungen genügen zunächst einmal. Sobald der Dialog mit OK verlassen wird, erscheint der gerade erstellte Gerätetyp in der Listenansicht. Hier kann er markiert und mit Auswählen in den Zuweisungsdialog übernommen werden. Wählen Sie jetzt noch den Lizenztyp aus. Bei der Entry Edition gibt es nur den Lizenztyp Embedded Entry Device. Legen Sie zuletzt noch fest, ob die Geräte mit Hostnamen oder IP-Adresse angesprochen werden sollen. Beide Varianten haben ihre Vorzüge. Bei Hostname müssen Sie dafür sorgen, dass die Namensauflösung gut funktioniert und bei IP-Adresse, dass sich diese nicht ändert. Ich lege jetzt hier fest, dass das Gerät mit IP-Adresse angesprochen werden soll. Mit Klick auf OK wird das Gerät zugewiesen. Es erscheint sofort im Bereich Zugewiesene Geräte. Wenn wir die Gerätesuche nun verlassen und die Listenansicht der Geräte aktualisieren, erscheint das Gerät grau markiert. Dies bedeutet, dass es nicht aktiviert ist. Aktivieren Sie das Gerät mit Rechtsklick auf das Gerät und aktivieren. Wenn Sie die Listenansicht der Geräte nach einiger Zeit aktualisieren, wird das Gerät gelb markiert. Um das Gerät verwenden zu können, muss es noch lizenziert werden. Wie das funktioniert, erfahren Sie im Tutorial Entry Edition Gerät lizenzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.